freue mich auch, heute hier zu sein, und in meinem Vortrag möchte ich Sie auf dem Weg, den wir das letzte Jahr gegangen haben, nochmal mitgehen lassen, weil wir beschäftigen uns in der CFK-Produktion im Werk in Leipzig seit Anfang des Jahres mit Cutter, bei BMW insgesamt schon ein Stück weit länger, aber wie seit Beginn des Jahres, und ich versuche heute, Sie nochmal auf diesem Weg mitzugehen, wo wir heute stehen, und ein bisschen aus der Praxis zu berichten. Meine Werbefolie kommt zu Beginn. Kurzer Blick, was wir in Leipzig herstellen. Zum einen haben wir die klassische Produktion, wo wir bis zu 750 Fahrzeuge der 1er und 2er Baureihe täglich herstellen. Aber was Leipzig auch besonders macht, ist unser Standort für die Elektromobilität. Wir fertigen dort täglich zusammen über 100 Fahrzeuge BMW i3 und BMW i8. Und eine der Innovationen dieser Fahrzeuge ist, dass die Fahrgastzelle komplett aus Carbon ist. Für diese Carbon-Karosse haben wir in Leipzig dann auch eine Carbon-Fertigung. Aus der komme ich, dort bin ich Gruppenleiter und leite den Bereich der RTM-Anlagen. Kurz mal eingehen, was dort passiert. Wir bekommen zweidimensionale CFK-Stacks angeliefert, die formen wir im Preform-Verfahren um, so dass diese Preforms nach diesem Prozessschritt schon die Kontur ähnlich dem Fertigteil haben. Es wird dann auch noch zugeschnitten, so dass es CFK-Preform dann die Form hat, wie wir es später im RTM-Prozess benötigen. Im RTM-Prozess konfektionieren wir diese Preforms, zum Beispiel ein Seitenrahmen besteht aus 9 Preforms. Bei Vakuum und hohem Druck wird da ca. 100 Grad heißes Epoxidharz eingespritzt, durch das Vakuum Bauteil komplett durchtränkt und benetzt und dann bei entsprechender Temperatur ausgehärtet. Und am Ende dieses Prozessschrittes haben wir ein fertiges Carbonteil, wie wir es hier oben auch sehen. Anschließend wird es mechanisch bearbeitet, gewaschen und dann an den Karosseriebau übergeben, wo die Karosse zusammengeklebt wird. Im Prozessschritt, wir haben eben viele Preform-Codes, also 50 Codes, 50 Werkzeuge, nur 4 Anlagen, kann man sich vorstellen, klassische Losgrößenfertigung, über einem Supermarkt werden die Teile bereitgestellt und dort in diesem Wertstrom arbeiten wir jeden Tag. Wie kommt Cutter in diese Halle? Schon oft genannt, viele Herausforderungen, dynamisches Umfeld, Komplexität. Und so standen wir auch am Anfang des Jahres vor der Frage, wie können wir mehr Problemlöser finden? Wie können wir mehr Herausforderungen bewältigen? Und wie schaffen wir es, dass mehr Mitarbeiter daran beteiligt sind? Weil zum einen steile Anbaukurve, den CFK haben noch nicht viele gemacht im Automobilbau. Wir sind die Ersten, die es dort gemacht haben. Also gibt es auch nicht die Standardlösungen. Und wir wissen auch, dass noch ein weiter Weg vor uns liegt. Viele Möglichkeiten bei dem Thema Materialeinsatzquote, Qualitätssteigerung, aber auch viele Effizienzmaßnahmen möglich. BMW insgesamt hat Erfahrung schon mit dem Thema Cutter, auch in Leipzig. Wer hier öfter ist, hat vielleicht den Vortrag von Markus Grüneisel gehört, weil unsere Kollegen in der Montage haben schon Erfahrung mit dem Thema gesammelt und er hat das Thema in diese Halle getragen. Und dann stand ziemlich schnell die Entscheidung, zum Anfang des Jahres eine Management-Schulung zu machen. Haben wir uns im Januar getroffen, wirklich 5 Tage gemeinsam das komplette Management dieser CFK-Fertigung. Das ist jetzt ein Vorteil dieser Fertigung, weil es eine recht kleine, kompakte Einheit innerhalb dieses großen BMW-Werkes ist. Und wir haben dann gesagt, wirklich 5 Tage gemeinsam das komplette Management, klassisch geschult, also 1-2 Tage Theorie. Und dann sind wir auch schnell in die Praxis gegangen und dann in die Fertigung, haben uns Themen ausgesucht und am Ende dieser Management-Schulung stand dann die Aufgabe, Mensch, welche Lerngruppen bilden wir und welche Themen wollen wir jetzt angehen? Bei Freitag alle begeistert, Montag wollten wir loslegen, welche Themen nehmen wir uns? Uns war relativ schnell klar und das haben wir auch zusammen beschlossen, dass wir jetzt nicht sagen, wir bauen Papierflieger und Spaghetti-Türme, sondern wir waren gut ausgelastet und beschäftigt, da haben wir gesagt, wir nehmen uns Themen aus unserer Fertigung. Also wenn wir jetzt die Zeit investieren und auch üben wollen, dann sollten es die Themen sein, die uns auch dort beschäftigen. Aber so richtig an komplett den Wertstrom und richtig rein haben wir uns dann doch nicht getraut und haben uns dann einzelne Prozessschritte ausgesucht. Also ich wurde gecoacht zum Beispiel im Entsorgungsprozess. Da hat es immer mal gehakt, da lagen ein paar Teile rum. Haben wir gesagt, kann man sich angucken, Erfahrung sammeln. Es war vielleicht auch mal der Störungsanteil von der Anlage, aber es war nicht koordiniert. Also immer einzelne Coachings. Haben die 4er Lerngruppen gebildet, uns von 9 bis 11 Uhr getroffen jeden Tag. Und dann kam es aber zu Situationen, wo wir da um 9 alle angekommen sind, aus unseren Prozessen, aus unseren täglichen Problemen. Und wenn ich ein Problem an der Anlage hatte, in der Verfügbarkeit und wirklich dahinter stand, kann ich den Karosseriebau versorgen. Und ich habe mich jetzt 2 Stunden um Entsorgungsprozesse gekümmert, dann war dann doch durchaus die Frage, beschäftige ich mich jetzt mit dem richtigen Thema und mit dem Thema, was uns gerade beschäftigt.
und was ist unser Ziel und mit welchen Themen sollten wir uns eigentlich beschäftigen. Und daraus entstand die Idee, die wir auch zum Beginn schon während der Schulung hatten, also als wir mit dem Aulinger geredet hatten, hat sie sich verfestigt, jetzt müssen wir eigentlich immer unseren Zielzustand richtig festlegen und daran auch die Coachings ausrichten. Dort entstand der zweite Workshop, den wir dann im Frühjahr gemacht haben, und ein Wertstrom-Workshop. 3 Tage, dasselbe Management wieder, haben uns Gäste auch eingeladen, also 2 Kollegen von Phoenix Contact waren dabei, die Cutter-Erfahrung hatten, uns auf dem Weg begleitet haben, war ein wichtiger Input, kann ich nur empfehlen, dort vielleicht Leute zu holen, die da schon Erfahrung haben, die dort einen Input bringen, entsprechende Fragen auch stellen in dem Prozess. Und das Ziel dieses Workshops war jetzt zu sagen, jetzt wollen wir unsere Coachings da auch schon zum Beginn auf ein gemeinsames Ziel ausrichten. Wie haben wir das gemacht? 1. Tag ist Zustand aufnehmen. Also wirklich komplettes Management runter, on den Shopfloor und ist alles aufgenommen. War schon recht spannend, weil man gesehen hat, Mensch, wie viel kleine Halle, relativ kompakt, 4 Preform-Anlagen, 7 RDM-Anlagen. Aber wenn man dann wirklich mal die Wertströme abgeht und die ganzen Logistikprozesse und auch erkennt, wie oft so ein Bauteil noch umgebucht wird in irgendwelchen IT-Systemen, dann stand schon einiges fest, was im Zielzustand sicherlich nicht Bestandteil sein sollte. Wenn man dann aber wirklich an den Ort des Wertstromes geht, also wirklich an die Preform-Anlagen und an unsere RDM-Anlagen, Losgrößen, 50 Werkzeuge, oft Rüsten, dann waren auch Überlegungen da, Mensch, wie trauen wir uns hier einen anspruchsvollen Zielzustand zu? Und was wir dann gemacht haben, waren Experimente. Also nicht Richtung Zielzustand, sondern mal extreme Experimente, augenöffnende Experimente. Eins war, wir rüsten mal extrem. Also wir stellen alles zur Verfügung, was es gibt in dieser Halle, an Mitarbeitern, Kapazitäten, Werkzeugen, die wir brauchen. Jeder Kran stand zur Verfügung und jetzt schauen wir mal, wie schnell wir so eine Preform-Anlage rüsten können. Es war eine Zeit, die deutlich kürzer war als die in der Praxis und wir haben auch mehr Ressourcen bereitgestellt. Aber wir haben Eindruck davon gekriegt, was möglich ist beim Rüsten auf den Preform-Anlagen. Ein zweites Experiment, von dem habe ich auch gleich einen Film mitgebracht, war mal einen One-Piece-Flow durch diesen Prozess darzustellen. Also ein Mitarbeiter bedient 4 Preform-Anlagen, macht jeweils seinen Preform, trägt sie hinüber oder fährt sie hinüber zu seiner RTM-Anlage, legt die 4 ein, ja, auch noch die 5 anderen, die wir vorher gefertigt hatten, aber das mal darzustellen und einen Mitarbeiter diesen Prozess durchlaufen zu lassen. Und davon habe ich mal einen kurzen Film mitgebracht. Da sieht man gleich den Mitarbeiter, der hat ein Grenzmuster da als Preform, also WPS-Leute, das komplette Management dabei. Dann laufen mal die Anlagen entsprechend ab, sammeln die Teile ein und er fertigt es, alles wirklich zu simulieren. Man sieht auch gleich, wird schon mal mitgestoppt, wie lange das dauert. Das haben wir natürlich in mehreren Schleifen gemacht und entsprechend gesehen, alle motiviert dabei, in der Fertigung das entsprechend so abzugehen. Und es war auch wieder eindrucksvoll zu erleben, wie ein Mitarbeiter, es hat sicherlich länger gedauert, als wir sonst Taktzeiten haben, aber was möglich ist mit einem Mitarbeiter, der simuliert alle 4 Anlagen vorne bedient und nachher seine RTM-Anlage, was wir dort wieder für Eindrücke gekriegt haben, wo sonst in diesem Prozess da zwischen den Preform-Anlagen und den RTM-Anlagen viel Logistik ist, viele zusätzliche Mitarbeiter, viele Schnittstellen, wo Themen übergeben werden, was dort möglich ist, wenn es nur einer macht. Und mit all diesen Einflüssen haben wir unseren Zielzustand, was der Sollwertstrom war für unseren Wertstromprozess, entsprechend beschrieben. Das haben wir gemacht für den Seitenrahmen und dann entsprechend, Tafel haben Sie so ähnlich gerade schon mal gesehen, ein T-Formular gemacht für den Wertstrom des Seitenrahmens. Entsprechend mussten jetzt natürlich Ziele abgeleitet werden, weil bloß mit diesem Wertstrom kann ich nicht coachen unten in den Prozessen mit meinen Prozessverbesserern. Haben wir dann abgeleitet, wenn wir den Zielwertstrom entsprechend haben, was habe ich dann für Ziele in meinen Wertstrom schleifen? Das ist einmal der Preform-Prozess und als zweites der RDM-Prozess. Und von diesem Wertstromschleifen wieder abgeleitet die Ziele und T-Formulare der einzelnen Prozesse. Also dann war eins das Rüsten, eins war Störungsanteil und weitere, die notwendig waren, um das Gesamtziel zu erreichen und haben das entsprechend abgeleitet. Und ein Spruch, an den ich mich immer noch erinnere, ist dann, die Mathematik muss stimmen. Also es war wirklich so, dass die T-Formulare durchgängig in dieser Kaskade, die Mathematik hat gestimmt, die Rüstzeiten waren aufeinander ausgelegt. Bei welchen Rüstzeiten, bei Preform ist es möglich, die Losgröße abzusenken, den Bestand
zwischen diesen beiden Prozessschritten abzusenken, das zu erreichen, sodass die Mathematik stimmte und wir dann in der Lage waren, jedes Coaching entsprechend dem wirklichen Zielzustand der Halle durchzuführen. Die nächste Frage war relativ einfach bei uns bei BMW. Wer führt diese Coachings unten zu? Also wer ist der Prozessverbesserer vor Ort? Weil wir haben bei BMW eine Arbeitsorganisation, wo wir diese Rolle fest definiert haben. Das ist bei uns der Vorarbeiter. Der Vorarbeiter führt vor Ort. Die Prozessverbesserung ist für dieses Thema benannt, dass er es treibt, dort vor Ort ist. Und wir konnten ihm jetzt diese Rolle klar zuordnen. Und dadurch ist es uns auch gelungen, ihm jetzt wirklich dieses, was doch durchaus ab und zu kurz kommt, die Prozessverbesserung in seinem Arbeitsalltag. Also er hat oft den Feuerlöscher in der Hand und geht da Themen nach. Aber durch dieses Thema haben wir jetzt wirklich diese Prozessverbesserung bei ihm fest verankert. Gecoacht wird er von seinem Meister. Und der Wertstrom gehört mir als Gruppenleiter. Und ich werde zu dem Wertstrom durch meinen Abteilungsleiter gecoacht. Entsprechend haben wir es abgeleitet. Und das auch vom ersten Tag. Jetzt könnte man sagen, Mensch, Angst, jetzt lässt man die gleich alle auf die Werkhalle los, zerlegen sie jetzt die Werkhalle. Das haben wir nicht, also wirklich mit den Vorarbeitern. Die Meister arbeiten ja schon lange mit den Vorarbeitern. Da ist ein gewisses Vertrauensverhältnis da, dass wir diese Coachings dort direkt dort vor Ort so durchgeführt haben. Alle haben ein Coaching gekriegt, also zumindest ein Kurzcoaching oder eine Kurzschulung, dass sie wissen, was kommt auf sie zu. Aber wir haben dann angefangen, das da draußen im Shopfloor zu machen und waren dort unterwegs. Und es war wahnsinnig zu erleben. Ich habe hier mal ein Bild, wie es dann ist. Also da sieht man einen Vorarbeiter mit seinem Meister, wie er das Coaching macht vor Ort. Und gerade bei so Themen wie Rüstzeiten, Sachen. Die Jungs haben Experimente gemacht, wo ich sonst einen riesen Arbeitskreis hätte gründen müssen mit zig Unterlagen und noch Vorgaben und Arbeitsanweisungen. Der hat einfach Nachmittag experimentiert und plötzlich war die Rüstzeit deutlich kürzer. Und die haben losgelegt und ist wirklich ein Bestandteil, wo bei uns läuft. Also Meister, Vorarbeiter sieht man so jetzt in der Fertigung an diesen Boards und entsprechend coachen. Der Aulinger hat es gerade auch gezeigt, das sieht ja recht einfach aus, die Kaskade nach oben. Aber jetzt werden sicherlich viele bei Ihnen fragen, Mensch, wie kriegen Sie das in Ihren Arbeitsalltag? Hatten Sie bisher Langeweile, war da nichts los? Wir haben ja viel von Problemen gesprochen. In einem Unternehmen wie BMW können Sie sich sicherlich vorstellen, gibt es auch die ein oder andere Besprechung oder ein Gremium, was befriedigt werden will. Das habe ich jetzt mal aufgezeigt, wie es wir momentan organisieren. Also haben wir auch viel probiert, sind auch noch am Probieren. Also wir haben unsere tägliche Regelkommunikation, also der Blick zurück, 24 Stunden, die Kennzahlen. Wir haben da auch einen Gemba Walk bei uns in der Halle, wo wir jede Anlage abgehen, die Informationen sammeln, bis sie dann beim Abteilungsleiter kurz vor 9 in der Produktionsbesprechung entsprechend diskutiert wird. Und wir auch schauen, dass die Produktionsfähigkeit für den Tag hergestellt ist. Also da wissen wir, alle Anlagen laufen, alle wirklich wichtigen Themen sind adressiert und direkt danach können wir uns auf das Thema Coaching konzentrieren. Also der Meister beginnt seinen ersten Vorarbeiter zu coachen, zu seinem ersten kleinen Prozess. Direkt danach coacht er einen zweiten Vorarbeiter und ich coache dann den Meister danach. Also ich treffe mich danach mit dem Meister und erhalte sofort die Informationen aus seinem Coaching, weiß, wo die Hindernisse sind, bin super informiert, also es ist wirklich spannend. Also wenn man guckt, was erhält man hier in der Regelkommunikation, also da bin ich 5 Minuten an jeder Anlage, da kriegt man schon viel Information, auch durch die Vorarbeiter. Also es ist wirklich schon werthaltig, ich gehe gut informiert in meine Regelkommunikation mit meinem Abteilungsleiter. Aber was hier dann wirklich an Informationen nochmal kommt, also wenn da vielleicht ein Filter ausgefallen war an der Anlage, dann war das hier oben noch, ja, wir haben die IH gerufen und wir haben eine Vermutung. Aber wenn sie dann 2 Stunden später im Coaching sind und die wissen genau, wo war der Sensor, der Störung hätte melden müssen des Filters vor seinem Ausfall, wo setzen wir den beim nächsten Mal hin, dass dort die Störung rechtzeitig erkannt wird oder ja, der nächste Schritt ist, wir legen eine TPM-Karte an, dann habe ich hier sogar schon wirklich Informationen zu dem Thema. Ich kann das gleich mit einem zweiten Meister machen, der parallel hat, also dass ich wirklich 4 Vorarbeiter in der Linie habe, coach direkt danach den zweiten Meister und werde danach durch meinen Abteilungsleiter gecoacht. Also der kommt dann vorbei und stellt mir eine Frage, die wir zusätzlich stellen. Also ich stelle dem Meister schon die Frage, was hast du aus deinen Coachings gelernt? Nicht, was hast du aus deinem letzten Schritt gelernt, sondern was hast du aus deinen Coachings gelernt? Und wenn das mein Gruppenleiter, mein Abteilungsleiter dann am Ende der Kaskade fragt, Mensch, was habt ihr heute aus euren Coachings gelernt? Dann gibt es dann schon mächtig Informationen. Aus der Organisation, direkt vom Schlopfer. Weil einer hat das Problem mindestens berührt, nämlich der hier. Aber es ist herausfordernd, die Kaskade jeden Tag aufzustellen. Die stabilen Faktoren sind wirklich unsere Vorarbeiter, weil die sind vor Ort.
Der Meister kann direkt bestimmen, weil es ist sein Vorgesetzter. Du nimmst dir die Zeit für das Experiment, ich gebe sie dir. Ich erwarte auch von dir, dass du dieses Experiment jetzt durchführst und ich stelle dich frei dafür. Feuerlöscher weg, du hast hier 2 Stunden Zeit, das Thema zu machen. Also der Block läuft sehr stabil bei uns. Hier nach oben gibt es die ein oder andere Störung. Also das sieht man gleich auch auf der Tafel, wo die meisten Kärtchen fehlen. Das sind wir, weil es dann auch schwer fällt, noch zu sagen, ey, ich habe jetzt Cutter und das andere fällt aus. Also da müssen wir als Organisation insgesamt noch uns weiterentwickeln. Das ist unsere Tafel, sieht ein Stück weit anders aus, aber haben wir weiterentwickelt. Also auch in der Tafel, in der Wertstromebene dann entsprechend die Karten geklebt, markiert, wo sind wir zum Tagesziel, wie sind wir unterwegs. Zum Beginn hatten wir diese Tafel auch in einem Raum, separat von der Fertigung. Mittlerweile steht sie mitten in der Fertigung. Nicht um zu zeigen, was wir da machen, auch ein Stück weit, es kommt an, es ist durch jeden zu sehen. Aber auch, hier nochmal zurück, was meinen Sie, wie oft hier gefragt wird, kannst du mir das Problem mal zeigen? So, und wenn der Abteilungsleiter mich fragt, kannst du mir das Problem zeigen? Dann ist es doof, wenn der Raum, ich sag mal, 500 Meter weit weg ist. Aber wenn die Tafel direkt in der Fertigung ist, dann berührt der Abteilungsleiter plötzlich das ganz große Problem, was uns da hindert, schneller zu rüsten. Am selben Tag, wo er es entdeckt hat, kann der Abteilungsleiter das Problem auch mit dem Finger berühren, weil wir nur 20 Meter von dem Problem weg sind. Er kriegt ein Verständnis dafür. Und was wir dadurch dann auch erreichen, er kann schnell Entscheidungen treffen. Also wenn der Vorarbeiter eine Entscheidung braucht, aus dem Management, um das Thema durchzuführen, sei es Zeit für ein Experiment auf einer Engpassmaschine, sei es eine kleinere Investition, ein Tool, dann habe ich oft die Chance, das direkt durch einen Abteilungsleiter zu klären. Oder ich kriege als meinen nächsten Schritt, dass ich in irgendein Gremium muss, zu dem Planer, um die Entscheidung herbeizuführen. Also so sehen oft meine nächsten Schritte aus, dass ich dann Themen durchs Gremium trage, Entscheidungen vorantreibe. Da habe ich dann auch durchaus meine Hausaufgaben aus meinem Coaching, was ich als nächsten Schritt mache. Gut, als Zusammenfassung des Vortrages noch ein Stück weit, woran wir arbeiten müssen, also wirklich die Priorisierung von dem Thema. Also es sind immer wieder Momente, wenn mal 3 Tage lang durchgecoacht wird, auch mein Abteilungsleiter kommt, wo Drive drin ist, dann wirklich Begeisterung bei allen Beteiligten. Und dann kommt wieder mal kurz ein anderes Projekt, irgendein Ereignis, was uns da zurückwirft. Das ist mal Empfehlung meinerseits, ist auch mal Fixpunkte zu setzen. Bei uns ist es ja, der Herr Auling war über das Jahr 3-mal da. Wir wissen, der nächste Termin ist schon wieder im Januar. Er wird uns fragen, wie viele Coachings wir durchgeführt haben. Also wenn da ein Stück weiter auf Fixpunkte sind in Workshops, die einen wieder zurückbringen, zu sagen, jetzt machen wir wieder Cutter fokussiert eine ganze Woche. Wir müssen an dem Thema kurzes und prägnantes Coaching arbeiten. Wir sind natürlich sofort in den Workshop Shopfloor gegangen, direkt vor Ort. Die dauern mal länger, dann fällt vielleicht das zweite Coaching aus, weil das Coaching dort ein Stück weit länger dauert. Herausforderung wird für uns sein, es ist noch personengetrieben relativ stark, wenn Führungswechsel stattfinden in dieser Einheit, wie wir das Thema dann wirklich weitertragen. Also wenn ein Meister wechselt, der in der Kaskade eingebunden war, ein Gruppenleiter oder sogar der Abteilungsleiter. Und wie kriegen wir das Thema in die Fläche außerhalb von der Werkstatt? Da haben wir natürlich den Prozessverbesserer, den Vorarbeiter, den Meister. Da sind durch unsere Arbeitsorganisation gewisse Strukturen gegeben. Aber wenn ich dann Richtung Planung gehe, Qualitätsabteilung, also da müssen wir auch noch besser werden, dass dann vielleicht der Planer für die RTM-Anlage wirklich der Coach ist vielleicht. Dann ist er immer gleich dabei, wenn an seiner Anlage gecoacht wird. Aber da gelingt es uns auch noch nicht immer, das wirklich so reinzutragen und die Zeit zu investieren. Abschließend mit den Themen, die uns richtig gut gelingen. Es ist ein hoher Informationsaustausch da. Also wirklich, was da von den Vorarbeitern kommt, auch die Qualität der Information, dann lernt die Organisation mit. Also jeder gelernte Schritt hängt an diesem Board. Jede Information geht wirklich weiter. Und nicht durch, ja, ich habe eine Lösung und Management, blabla, eine Besprechung, sondern wirklich tief und nachhaltig. Auch durch die Kaskade treiben wir Problemlösungen voran, schnelle Entscheidungen durchs Management, aber auch hochmotivierte Vorarbeiter, die jetzt wirklich dem bewusst sagt, du bist jetzt da, um Prozesse zu verbessern. Und die sind da sehr stark motiviert unterwegs. Also die sind die Treiber dort und man führt, also ich habe ein Bild gesehen, da stand der Vorarbeiter vor dem Meisterbüro und hat gefragt, Meister, wann kommst du endlich und coach mich, ich will weitermachen. Ich habe schon 2 Minuten geholt, ich bin auf der Jagd nach dem Nächsten und das Hindernis war jetzt der Meister, der noch keine Zeit hatte. Also die waren wirklich Treiber, weil wir ihnen ihre Aufgabe wirklich zurückgegeben haben, wofür wir sie geschaffen haben bei BMW. Und was wir auch merken, dass sich das Bewusstsein außerhalb dieser Kaskade ändert.
also schon in der Karawane, auch wenn ich nur 5 Minuten Zeit habe an der Anlage, dann kann man jetzt so eine Frage stellen wie, ja, wir hatten gestern einen Ausschussteil, dann darf ich die Frage stellen, weißt du schon warum? Ja, dann wird eine Hypothese genannt. Vor einem Jahr hätte ich gedacht, er nennt mir die Lösung, heute sage ich, da wird eine Hypothese genannt. Und ich darf die Frage stellen, kannst du den Fehler simulieren? Weil der Vorarbeiter diese Frage kennt aus seinem Coaching und dann wird auch außerhalb des Coachings gearbeitet. Oder wenn der Abteilungsleiter in einer Besprechung die Frage stellt, was ist der Zielzustand, dann weiß die Organisation, was damit gemeint ist und da richten wir auch dort uns danach aus, sodass die Aussage, es ist nicht nur ein Werkzeug in dieser halben Stunde Coaching oder 20 Minuten, sondern es treibt die ganze Organisation voran und hat dort viel erreicht in diesem Jahr. Damit möchte ich auch abschließen, also Kata wird weiter Carbon auch vorgeben, es wird diese Einheit vorgeben und ist auch ein Thema, wo wir in der Zukunft dort arbeiten werden. Nicht nur in der CFK-Fertigung, sondern auch im ganzen BMW-Werk Leipzig wird es ein Thema sein, womit wir weiterarbeiten, unsere Erfahrungen sammeln, auch wenn wir noch nicht am Ende des Weges sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, Herr Kanne, vielen, vielen Dank. Ja, wir haben jetzt 12 Uhr, aber ich habe die Erlaubnis, 10 Minuten dürfen wir überziehen, oder? Okay, das heißt 10 Minuten, wenn Sie ein paar Fragen haben, ja, wie gesagt, gerne, stehen wir zur Verfügung. Ja. Ja, mein Name ist Markus Zirkel, ich komme von Schaeffler in Hirscheid, Automobilzulieferwerk. Vielen Dank für die 3 Vorträge. Danke auch für die Offenheit an den Kollegen von BMW, der klar gesagt hat, was gut läuft und was nicht so gut läuft, was nicht so gut läuft. Dafür vielen Dank, da fühle ich mich jetzt nicht so alleine nach einem Jahr Kata. Was aber meine Frage ist, Kata ist ja auch im Sinne einer Auditierung ein zielgerichtetes Verbesserungsinstrument. Gibt es denn schon mit der Dokumentation, mit der Ablage, mit der Nachvollziehbarkeit von Kata-Projekten, von Kata-Prozessen, Erfahrungen, wie man das auditkonform ablegt und den Auditoren präsentieren kann, die Ergebnisse aus den einzelnen Kata-Schritten? Ich glaube, das kann man. Also, wenn ein Auditor da ist und die Frage stellt, wie arbeitet ihr Themen ab, also die Frage kommt ja immer, deine Ampel ist rot, was machst du, um grün zu gehen, würde ich jetzt mit dem Auditor an die Kata-Tafel gehen oder an die Tafel mit dem Kata-Projekt. So, und dann sieht er die komplette Dokumentation, also wir haben nichts darüber hinaus, das sind die Tafeln vor Ort und da ist alles da und das würde ich ihm zeigen. Was wir machen, wenn der Strang mal zu Ende ist, ob wir das abfotografieren, irgendwo in die Ecke stellen, aber die Erfahrung habe ich auch mit Auditoren, dass wir vor Ort gehen und das erlebbar machen. Das will er ja auch spüren, also er spürt ja in dem Moment, will nicht das Papier spüren, sondern er will spüren, ob da Verbesserungen gelebt wird und das zeigen wir dann dort vor Ort, aber jetzt in Richtung Dokumentation detailliert. Aber die Frage nehme ich mal mit zu meinem Qualitätsleiter und dann können wir sie im Haus diskutieren. Ja, ich hatte eine ergänzende Frage auch noch, Thema Akzeptanz. Wenn man jetzt die Kaskade gesehen hat, ich sage mal von der Werksleitung runter über Sie, zu den Vorarbeitern, wie ist die Akzeptanz, wenn Sie von den Vorarbeitern, sagen wir mal in den Bereich der Handwerker gehen, der Leute, die tatsächlich arbeiten am Band oder in der Produktion, gibt es da Diskussionen? Wird das gut aufgenommen, ja. oder auch eher mal Widerstand oder also mal eher kritische Rückfragen? Nee, überraschend hoch, also was wir da getroffen haben. Weil unsere Vorarbeiter machen eine Vorarbeiterausbildung und da wird ihnen viel gelehrt auch zu dem Thema Problemverbesserung. Wenn man dann aber in den Arbeitsalltag schaut, dann findet davon nicht mehr so viel statt und dann gibt es durchaus die Fragen von den Vorarbeitern, ja, wie viel Anteil habe ich jetzt zu diesem Thema? Und das war ein Thema, das zurückzubringen, weil jetzt kann er sich wirklich, ich sag mal, darum kümmern, Probleme zu lösen und es hat einen fixen Bestandteil. Und also wenn der da die Anlage kriegt und er kriegt die für 2 Stunden, wo sonst jeder Takt zählt, aber er darf für 2 Stunden an seiner Anlage experimentieren mit seinen Mitarbeitern und seine Lösung umsetzen und die steht danach, also es gibt keine größere Motivation für ihn. Und da ist Kata nicht das Thema, also ich sag mal, wenn wir dann höher gehen bei den Meistern, also das, wovor wir Angst haben, ist die Zeit, die es erstmal kostet. Also das ist eher, also nicht der Begriff Kata, sondern wenn dann Kata vielleicht mal negativ fällt, ist es, oh, es kostet erstmal Zeit und es ist vielleicht dann anstrengend, diese Zeit erstmal. Das ist soweit, glaube ich, nachvollziehbar, auch ist ja wie eine Art Wertschätzung, nutzt diese Zeit, ja. Arbeitet daran. Die Frage wäre aber, wenn Sie jetzt vom Vorarbeiter tatsächlich zum Handwerker gehen, also nochmal eine Ebene tiefer, wie sieht es an der Stelle aus? Die sind jetzt nicht direkt als Verbesserer beteiligt, aber sind ja letztlich über die Arbeiten auch betroffen, oder? Er ist durchaus beteiligt. Ja. Also er ist beteiligt, weil
das Experiment, der Vorarbeiter rüstet ja nicht allein, er rüstet mit seinen Mitarbeitern. Und wenn er bindet die ein in seinem Projekt. Also ein guter Vorarbeiter hat seine Mitarbeiter dabei und präsentiert die Lösung nicht allein. Aber da gibt es sicherlich wie Management auch Unterschiede von Vorarbeiter zu Vorarbeiter. Aber und jetzt an der Stelle, sind wir Schnittstelle oder Team, Vorarbeiter mit seinen Mitarbeitern. Wie ist da von den Mitarbeitern zum Vorarbeiter? Sag mal Akzeptanz, Begeisterung oder Begeisterungsfähigkeit auch? Also wenn was passiert an Ihrer Anlage, dann sind sie begeistert, wenn das vorangeht und sich Themen lösen. Dann ist, glaube ich, dem Mitarbeiter egal, mit welchem Tool oder warum, aber er spürt, es geht was voran und ihn nervt irgendwas. Und ihn nervt, wenn Rüsten lange dauert und kompliziert ist. Und wenn er merkt, es geht was voran und wenn es seine eigenen Lösungen sind, dann wird er immer motiviert sein. Dann ist, glaube ich, egal, ob wir über Cutter oder PDCA reden. Und aber ich denke auch, es sind zwei Themen. Einmal die Nachhaltigkeit, die begeistert jeden Mitarbeiter in der Fertigung. Und das andere Thema ist aber auch der systematische Prozess, nicht immer überrascht zu werden. Heute wird das gefragt, morgen wird das gefragt, sondern es läuft in dem gleichen Prozess, aber auf den ich mich auch vorbereiten kann. Das ist auch wichtig. Ne? Daher, ich denke, hat zwei Motivationskomponenten drin. Und es ist auch durchaus nicht, oh Schreck, jetzt kommt der Abteilungsleiter an meine Anlage, sondern endlich ist er mal da und interessiert sich für das Thema. Also er hat das Thema. Ja. Okay, ja. Und also da nichts, das, wo wir Angst hatten. Also nicht in, auch sie war nicht geschockt durch die Fragen, wo man denkt, jetzt lassen wir die mit den Fragen auf den, überhaupt nicht. Okay, wir hatten hier gleich zu Beginn hatte sich der Herr hier gemeldet, deswegen, dass er jetzt erstmal drankommt. Ja, Bernd Richter, Ihlemann AG. Eine Frage an Herrn Kanne. Mich würde interessieren, was sind Ihre Coaching-Themen zwischen Ihnen und Ihrem Vorgesetzten? Gute Frage. Zum Ersten ist durchaus ein großer Bestandteil des Coachings die Information aus den Ketten. Aber es sind dann einmal auch Kapazitäten. Warum? Was ist dein Hindernis jetzt? Ja, es haben keine Coachings stattgefunden. Warum keine Coachings stattgefunden? Ja, der Meister war in einer anderen Besprechung. Ja, warum war der in der Besprechung? Also, dass wir über das Thema dann machen, was ist jetzt das Hindernis? Ja, brauchen wir diese Besprechung, aber auch organisatorische Themen. Also wir geben irgendwas in ein Tool ein, irgendwelche Informationen. Sind die wirklich notwendig? Dann ist es meine Aufgabe zu klären in der Organisation, wer braucht alles diese Informationen? Dann ist mein nächster Schritt zu klären, der Mitarbeiter gibt dafür 30 Sekunden Informationen ein in eine Datenbank und dann ist meine Hausaufgabe zu klären, ja, wer arbeitet mit diesen Informationen, weil der Vorarbeiter bleibt im Prozess. Und das sind dann so Aufgaben, also wirklich ein Management. Aber da sind wir auch noch im Probieren und dass dann der Coach, wo oft Feedback gibt, wo er sagt, ja, war das jetzt ein Coaching, wir sind in der Organisation geblieben oder springen wir jetzt alle noch auf das Thema und helfen dem Vorarbeiter unten und dann stehen vier Leute und probieren das Problem zu lösen. Also da sind wir auch noch im Ausprobieren. Ja. Aber im Grunde, was Herr Kanne umschreibt, ist Organisationsentwicklung. Ne? Das haben Sie gehört jetzt hoffentlich. Also das, er ist nicht mehr im Prozess, er ist im Prozess des Verbesserns. Ja. Lutz Dückmantel, Engineering, beratender Ingenieur. Guten Morgen. Herr Dr. Braun, ich hätte zwei Fragen, wenn Sie mir eine davon beantworten können. Einmal, haben Sie schon mal auf der höheren Führungsebene Schwierigkeiten gehabt, dass sich nichts weiterentwickelt hat, dass es eigentlich mehr Lippenbekenntnisse waren? Wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen? Woran lag es? Die zweite Frage, was bedeutet Ihnen mehr, ein globaler Standard oder eine lokale Weiterentwicklung? Beides ist ja wichtig, aber wo würden Sie da halt einen Akzent setzen? Okay, ich denke, die erste Frage ist, wir versuchen es top-down einzuführen und deswegen sind wir jetzt nicht, dass wir unten schon angefangen haben und gehen hoch, sondern ich sage nur, das Werk, was auch wirklich begeistert ist, wo ich auch die Nachhaltigkeit sehe, mit dem machen wir weiter. Ne? Und da es auch bei mir oben angefangen hat, sagen wir, ist das eigentlich für uns der Top-Down-Ansatz, ist der wichtige. Alles andere sind Lippenbekenntnisse, wenn Sie es in einem Werk irgendwo zur Show einführen, dass wenn ich einmal im Jahr vorbeikomme, um mir das anzuschauen, das bringt nichts. Ne? Das ist die Frage 1. Die Frage 2, was war die Frage 2 nochmal? Globaler Standard, ja genau, das ist... Ich denke... Da muss man die richtige Balance finden. Es geht sicherlich, wir haben zum Beispiel mal versucht, das Visualisierungsmanagement irgendwo weltweit einzuführen. Sie werden immer wieder unterschiedliche Nuancen finden. Und da sollte man sich auch nicht fokussieren. Man sollte sich darauf fokussieren, dass die wesentlichen Themen, die für uns wichtig sind, wie jetzt zum Beispiel, dass wir Charta machen, dass wir TPM machen, dass wir im Logistikbereich Themen vorantreiben, dass wir hier
sehr zielorientiert die Standards setzen und nicht methodenorientiert die Standards setzen. Gut, ich denke, eine letzte Frage noch. Gerd, ja. Sonst keiner mehr? Du hast schon mal was gefragt, Carsten. Du darfst, nachdem kein anderer mehr, du darfst trotzdem nochmal. Die ist ganz kurz auf den Ebenen, wenn Sie gecoacht werden, Ihr Coach, fragt er auch die fünf Fragen oder fragt er andere? Oder? Ja, eine Frage haben wir abgeleitet, also es wird die Frage gestellt, nicht was hast du bei deinem letzten Schritt gelernt, wenn ich eine hatte, dann auch, aber wir stellen zusätzlich, was hast du bei deinem letzten Coaching gelernt oder bei den letzten Coachings, ja, die haben wir entsprechend eingeführt. Aber ich glaube, das ist auch wesentlich, sich an diese fünf Fragen zu halten. Also da haben wir beide ein sehr bindendes Erlebnis gehabt, bis mal bei uns in der Organisation klar war, wir bleiben an den fünf Fragen und ändern es nicht wieder um. Das ist absolut wichtig und das muss top-down bis bottom-up gehen. Ne? Wunderbar. Also, Applaus nochmal für die Referenten, bitte. Okay.